Die Woche neigt sich dem Ende und es ist spannend, wie sie denn ausgeht, beziehungsweise wie die nächste Woche zu erwarten ist. Wie geht's denn weiter? Wir haben nicht nur den Chart vor uns, wir haben natürlich auch eine spannende Situation. Dadurch, dass in Osaka, mitten in Japan, die G20-Länder zusammenkommen, beziehungsweise deren Leader, die da drüber sprechen werden, wie die Situation aussieht. Und wir haben ja einige Krisenherde da. Und da können wir gespannt sein, was Trump, Xi und Co. da verlauten lassen und zu was für Schlüssen sie kommen. Und auch die EU ist ja nicht ganz unspannend, wie sie Stellung nimmt in der Iran-Frage beispielsweise und in anderen wichtigen Punkten. Deshalb die Frage natürlich, wie reagiert der Markt drauf? Im Moment, zumindest mal, wenn man nach Amerika guckt, ich habe hier den Dow Jones mal vorbereitet, sehen wir, dass der Nachmittag hier einigermaßen schwach unterwegs ist. Also wir sehen relativ zügig die Abwärtsbewegung. Und wir sehen, dass die gesamte Aufwärtsbewegung, die wir hier haben, noch relativ verhalten ist. Also das sieht eher nicht so richtig stark aus, was wir hier haben. Sowohl im Kleinen, also wir sehen, dass wir hier deutliche Schubrichtungen hier nach unten haben. Und wir sehen, dass wir hier den Aufwärtstrendkanal haben, der nun wirklich nicht für Stärke spricht in der Aufwärtsbewegung. Das ist auch am breiten Markt so. Wenn wir mal wechseln zum S&P, dann sehen wir hier eine relativ ähnliche Situation natürlich. Das ist nicht so sehr überraschend. Allerdings hier sogar relativ stark im Konzert der gesamten Bewegung. Also hier so ein bisschen aufgeteilt. Und wenn man so eine Bewegung sich hier mal anguckt, in etwa ist das hier der vordere Teil. Und das sieht doch sehr nach einer impulsiven Bewegung aus. Und das ist hier der hintere Teil, das wir hier haben. Machen wir es mal nicht als Trendkanal, sondern zeichnen wir es hier auch mal so ein. Ungefähr wie er gelaufen ist. Und das ist so ein klassischer Bausatz, korrektiv, in dem Fall in die Gegenrichtung. Jetzt kann ich es nicht wegziehen. Doch, da sind wir. Also das ist eigentlich so ein typischer Verlauf dafür. Schubmäßig nach unten, im Moment wackelig nach oben. Da ist doch noch mehr drin. Platz wäre ja sowieso noch gegeben. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben hier so diesen letzten Anstieg, den wir hier hatten. Da wäre noch eine Menge Luft nach unten für eine Pause erstmal da. Das wäre auch noch nicht wirklich Drama. 2880 in etwa, das letzte Zwischenniveau, was wir hier haben. Das wäre sowieso so ein kleiner Klassiker für so einen Bewegungsverlauf. Also wir müssen das mit auf dem Plan haben, dass der Markt in etwa sowas nochmal erreicht. Und wir können hier so ein bisschen das nochmal fortsetzen, auch so spiegelmäßig. Dann sehen wir, okay, bis in diese Zone hier runter. Also da wäre auf jeden Fall noch der Platz da. Kann man dementsprechend jetzt in dieser Sekunde short gehen? Das finde ich persönlich normalerweise nicht so clever, auch wenn die Argumentation gar nicht so schlecht aussieht. Auch hier natürlich im kurzfristigen hier die Abwärtsbewegung. Aber was ich viel schöner finde, ist, jetzt hier zu warten, entweder im Kleinen, dass der Markt mal hier irgendwie wackelig nach oben kommt und dann kann man sagen, okay, auf das letzte Zwischentief, da gehe ich jetzt zum Beispiel short. Oder man sagt, naja, ich bin eine Nummer größer unterwegs, dieses ganz Kleine, das ist nichts für mich. Dann kann man natürlich sagen, wo ist das letzte Hoch, wo ist das vorletzte Hoch und das Tief dazwischen wäre ebenfalls ein Trigger. Die Methodik ist also genau die gleiche, ob man hier jetzt im ganz kleinen Bild guckt oder hier jetzt eine Stufe größer. Oder vielleicht sogar noch eine Stufe größer, dass man sagt A, B, C hier und dann geht man hier drunter. Das hängt ein bisschen davon ab, wie eng man seine Einstiege wählen will. Ich finde aber, dass man eigentlich ganz gut liegt mit so einem Einstieg hier. Außerhalb des Trendkanals wäre man dann wahrscheinlich auch schon, wenn der Kurs jetzt hier noch so ein bisschen hin und her wackelt. Oder eben für alle ganz kurzfristigen Händler hier im 5-Minuten- oder 15-Minuten-Chart, falls sowas kommt. Also ganz wichtig, wir haben eine schubmäßige Bewegung nach unten, wir haben eine wackelige Bewegung nach oben. Das lässt vermuten, da ist noch mehr Musik drin, mindestens mal für heute. Ich bin mir nicht sicher, ob viele gerade bei so einem spannenden Wochenende die Position super gerne und easy halten. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass in der zweiten Tageshälfte, also sprich in den Abendstunden, wenn Amerika dem Ende entgegengeht, also der Markt wohlgemerkt, der ein oder andere Gewinnmitnehmer da noch aufschlagen wird und sagt, ich weiß nicht, was die da morgen noch verlauten lassen. Und dann ist es vielleicht besser, nicht so viele Positionen offen rumliegen zu haben. Also ich gehe eher davon aus, die Zeichen sprechen dafür, wenn wir uns das hier mal so im Kleinen hier angucken, im Großen ebenfalls, aber eben auch fundamental unterstützt, dass der Markt heute noch Gewinnmitnahmen sieht. Da lohnt natürlich auch mal der Blick aufs Gold, einfach mal zu gucken, wie es hier aussieht. Da ist es eigentlich genau invers, denn wir haben im ganz Kleinen, wenn wir mal im 15-Minuten-Chart gucken, hier eine wunderschöne Schubbewegung und entsprechend hier eine Abwärtsbewegung. Das ist jetzt hier eigentlich schon genau der Klassiker.
So sieht's aus. Wir sind wie weit zurückgelaufen? 50 bis 61, ach, sogar noch ein bisschen mehr. Das ist durchaus auch in Ordnung und würde vermuten lassen, dass wir sowas in der Richtung vielleicht nochmal bekommen und ebenfalls hier dann eine realistische Chance haben, dass der Kurs dann sich nach oben auch nochmal weiterentwickelt. Halte ich für nicht unrealistisch, weil natürlich auch im etwas größeren Bild Schub hoch, wackelig jetzt hier runter, zumindest mal ein bisschen danach aussieht. Also ebenfalls Chancen, ob das vorm Wochenende noch zum Tragen kommt, weiß ich natürlich auch nicht. Realistisch ist es allerdings. Wir können mal gucken, was ein möglicher Einstieg wäre hier für die Longseite. Das ist relativ leicht gefunden. Auch hier, wenn wir diese Schubbewegung hier haben, dann haben wir hier ein Tief. Wir haben hier ein etwas, also das letzte Tief vorangehend. Das Hoch dazwischen wäre ein Trigger. Das heißt, eine Möglichkeit hier in den Markt zu kommen wäre, wenn wir dieses Zwischenhoch hier nach oben wieder rausnehmen. Zwei Ideen, die durchaus zusammenpassen. Die vielleicht eine tolle Anregung für den Freitag nochmal sind, in der Hoffnung, dass Ihnen das ein bisschen Freude macht. Wenn Sie das hier nicht umsetzen wollen, können oder dürfen, wie auch immer, gucken Sie, dass ähnliche Szenarien bei Ihrem Lieblingsmarkt auftreten und dann haben Sie eine ganz gute Chance, hier gute Einstiege zu finden. In diesem Sinne verabschiede ich mich für diese Woche, wünsche Ihnen einen erholsamen Wochenausklang, ein tolles Wochenende und freue mich auf nächste Woche wieder. Bis dann.